Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 25. Februar. Ich grüße Sie wieder und wir wollen heute auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar schauen, das sich hier, auch als gäbe bekannte Währungspaar, sichtlich schwach präsentiert. Wir haben heute wieder am Donnerstag, wie zumeist Mitte der Woche, meist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, immer wieder ein Stück weit was aus den oder aus dem Vereinigten Königreich zu erwarten. Und zwar ist es wieder 10:30 Uhr, diverse Konjunkturdaten, Bruttoinlandsprodukt zum vierten Quartal, allerdings die zweite Veröffentlichung, also hier nichts Neues. Generell Dienstleistungsindex, das dürfte interessant werden. Das also 10:30 Uhr heute ein Thema für das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und eben hier auch durchaus mit einer gewissen Volatilität behaftet. Wenn wir uns das Währungspaar anschauen, wir hatten es auch gestern im Devisenradar Webinar mal zur Schau oder zur Beschau genommen. Da sehen wir hier generell mal das große Bild im Wochenchart. Eine leichte Stabilisierung erfolgte hier zu Beginn des Jahres im Bereich der Unterstützung 1,4240, lässt sich herleiten aus einem Tiefpunkt im Jahr 2010. Der Markt versuchte hier kurzzeitig eine Stabilisierung, sah grundsätzlich auch so aus, als hätte hier das Währungspaar Potenzial bis in diese ja, jetzige Widerstandszone vorzudringen, um 1,4850 roundabout. Ein Stück weit davor gab es allerdings hier mit den Tiefs vom April auch schon ein vorheriges Widerstandslevel, was dann eben sogar schon den möglichen Aufwind direkt beendete. Und jetzt sehen wir hier seit 2 Wochen, insbesondere auch in dieser Handelswoche hier, stark fallende Preise. Also das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar immer noch auf der Suche nach dem buchstäblichen Boden. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, wie sich das gestaltet im Big Picture, also wir gehen nochmal weiter zurück als ins Jahr 2010, nämlich hier zum Tief aus dem Jahr 2009, hier zum finalen Ausbruch nach unten im Sinne der Finanzmarktkrise, sehen wir, dass wir hier ein durchaus nächstes Ziellevel haben, was ja gute 450 Pips entfernt liegt, aber genau ein mögliches Ziel eben darstellt. Warum? Weil wir hier, und das lässt sich auch anhand harmonischer Verhältnisse letztlich immer wieder herleiten, wir hier eine ABCD-Korrektur sehen, die eben, wenn im Sinne der Symmetrie der Bewegung AB genau das gleiche Längenmaß wie CD bekommt, es grundsätzlich möglich wäre, eben genau das Level um 1,35 anzusteuern. Und das passt eben genau auch mit dieser Unterstützung aus dem Jahr 2009 zusammen. Sehr interessanter Kontext. Also hier definitiv ein technisch ableitbares Ziellevel im Bereich 1,35. Von dort ausgehend könnte sich dann hier, wenn denn BC sich wiederholt, hier sozusagen ein neuer Impuls anschließen, der dann hier eben eine kräftigere Erholung einleiten könnte. Ob die überhaupt so kräftig ausfällt, Schrägstrich das Niveau von 1,4240 überhaupt erreichen kann, sei mal dahingestellt. Aber rein prognostisch wäre das mal hier so ein Blick eben auf das große Bild. Große Bild auch dahingehend interessant, dass es am 23. Juni das Referendum zum britischen Pfund geben wird. Sie kennen ja das Unwort fast schon, aber hier Brexit praktisch, also hier praktisch Britannien und der Exit aus der Europäischen Union sozusagen, der EU-Austritt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die das Währungspaar oder das britische Pfund vielmehr ganz schön unter Wallung hält. Dann gab es eben noch Statements vom Londoner Bürgermeister zu Wochenbeginn, der hier auch als ja, Parteigenosse Camerons sozusagen am Wochenende hier auf sich stark macht für einen Brexit. Und dann gab es wieder eine Revision zum Wochenbeginn und hin und her. Und das ist letztlich ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor, der so ein Stück weit über dem Pfund schwebt. Erinnern Sie sich hier an Schottland, gab es ja auch das Referendum, ob das alles so kommt, das sei jetzt mal hingestellt tatsächlich mit dem Ausbruch und ob es gut oder schlecht ist fürs britische Pfund. Auch darüber können die Gelehrten wahrlich streiten. Letztlich sieht es aktuell so aus, als wäre das britische Pfund zunächst erstmal im Abwärtssog. Hier bei 1,35 dann auf Wochenbasis jedenfalls technisch eine Unterstützungszone. Das lässt sich auch sehr schön ableiten hier am Tageschart. Da zoomen wir uns jetzt mal rein. Also die Situation, die, dass man hier im Prinzip jede Unterstützung, die es denn so gab, nach unten durch brach, nach unten durch segelte. Also hier wirklich das Währungspaar auf der Suche nach einem Boden. Hier am RSI-Indikator sieht man jetzt eine mögliche Divergenz. Divergenz, dass eben der Preis hier neues Tief gemacht hat. Der Indikator als solches nicht. Es sind auch andere Indikatoren, die ähnliche Divergenzen aufzeigen. Besser gesagt, Oszillator.
Swingt ja zwischen 0 und 100, aber auch MACD-Indikator als solcher mit ähnlichen Signalen. Grundsätzlich hier eben Divergenzen, aber die sind im Sinne dieses starken Trendmomentums eben tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Ob das denn tatsächlich hier eben eine Umkehrbewegung einleiten könnte, sei mal dahingestellt. Grundsätzlich bleibt eben hier 1,35 ein mögliches Ziellevel. Wie gesagt, das sind nur noch 450 Pips. Das ist nicht so viel. Das britische Pfund selber bewegt sich ja hier am Tag rund 140, 150 Pips. Also eigentlich könnte es zu Beginn der nächsten Woche schon soweit sein, dass wir hier unten stehen, da dürfte es dann sehr, sehr spannend werden. Mögliche Erholungen, wenn sie denn kommen, können sich natürlich im Umkehrschluss hier anbieten, um auf einen Short zu spekulieren, praktisch dessen, dass man dann hier versucht reinzukommen in die dann noch mögliche Abwärtsbewegung. Ergo, wenn heute die News gut ausfallen, das britische Pfund nach oben zieht, dann würde sich hier praktisch ein erster Bereich bei 1. Ja, 1,4150 etwa anbieten für ein mögliches Short-Engagement. Ansonsten wäre noch hier dann die Etage höher durchaus zu erwähnen. Also hier, das ist auch noch eine Marke 1,4250, die man hier durchaus identifizieren kann als mögliches Widerstandslevel und direkt drüber auch nochmal. Also es bauen sich hier Widerstände noch und nöcher auf für den Fall, dass sich das Währungspaar erholen sollte. Hier auch so eine Projektion des Trendkanals. Diese untere Trendlinie diente dann hier einerseits im November letzten Jahres, Dezember und dann auch ja, Ende Dezember bis zum Januar hin nahezu als Unterstützung, dann Durchbruch und hier nochmal der Rücklauf genau in diese Trendlinie. Deswegen ist die auch noch im Chart. Hier mal drauf aufpassen, wenn das Währungspaar sich tatsächlich erholen sollte. In diese Richtung wäre das eine schöne Short-Chance, um praktisch, und da ziehe ich jetzt hier direkt mal die große Unterstützungsline rein, hier bei 1,35 eine Zielzone zu sehen, plus minus 20 Pips. Ich könnte mir auch natürlich ein neues Mehrjahrestief vorstellen, was durchaus mal nach unten nochmal durchspiked und dann nochmal 70, 80 Pips hier in Richtung 1,34 vielleicht geht, aber die Zone selber hier auf jeden Fall hoch. Interessant. Das mal zum britischen Pfund hier auf Tagesbasis. Gehen wir mal in die Stunde für den heutigen Tag. Da sehen wir aktuell eine leichte Erholungstendenz. Hier Vortageshoch, Tief entsprechend eingezeichnet. Und da sieht man auch schon, dass hier sich die Widerstände durchaus am Vortageshoch hier treffen miteinander. Wenn wir hier auch nochmal den Tagesschart zu Rate ziehen, da hätte man hier bei 1,4150 den markanten Widerstand aus dem Tagesschart heraus. Das wäre hier dieses Level. Bis dahin kann ich mir nicht vorstellen, dass der britische Pfund heute anzieht. Wenn es zu den News hier einen Aufwärtsimpuls geben sollte, dann achten Sie mal drauf, was hier im Prinzip eben am Vortageshoch passiert, 1,4025. Vielleicht auch das schon ein Zeitpunkt, um hier nach unten abzudrehen. Rein vom Wochentag, die FTSE-Vektorlogik hier, ja, wenig überzeugend. 50% ist eine Pattsituation, bringt uns nicht wirklich viel. Also hier kann alles passieren. Freitag aber generell aufpassen. Hier mit nur 39% positiver Schlusspreis. Und auch der Montag, hier 41, Dienstag 41, sind das sehr schwache Daten. Auch hier im Overall View während der letzten 16 Jahre 48%. Das ist schon eine leichte Tendenz, dass wir hier wirklich generell Freitag, Montag schwache Tage vor uns haben. Und ja, es sieht ganz gut aus dahingehend, dass wir auch vom saisonalen Indikator sogar noch einen oben drauf kriegen. Das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, also hier im sichtlichen Zugzwang. Sofern es eine Erholung heute geben sollte, scheint die, wie gesagt, auf dünnem Eis gebaut, weil saisonal und wochentagstechnisch eben schwache Tage vorausliegen. Und als kleines Abschluss-Giveaway habe ich auch heute noch eine negative FTSE-Vektorlogik, die zwar nicht so überzeugend daherkommt, ich will sie Ihnen trotzdem zeigen. Zeigt also heute auch an, hier während der letzten Jahre bärische Tendenz in 61,9 Fälle, 63 Erscheinungen, das ist das, was das Ganze ein bisschen relativiert. Aber zumindest haben wir hier in den letzten 16 Jahren eine Pattern-Häufigkeit gehabt, die hier eben mit den vorausgesetzten Bedingungen, die wir jetzt hier aufgrund der Pattern-Formation sahen, eben eine fallende Tendenz für heute voraussieht. Das Hoch 1,3927, das ist schon überwunden. Ja, britische Pfund selber aktuell 56 Pips gelaufen, also müsste man hier die Hochs und Tiefs anpassen. Aber also auch aus dieser Seite nichts Bullisches. Also das britische Pfund bleibt wirklich hier im Sog der Bären und bei 1,35 bin ich der Meinung, könnte man frühestens nachdenken, hier in Sachen Stabilisierungstendenzen eine Erwägung zu ziehen. Aber wie gesagt, das ist auch relativ politisch gesteuert zurzeit. Von daher das britische Pfund wirklich ein heißes Eisen.
Euro-US-Dollar hingegen nach meiner persönlichen Einschätzung ja eher einen bullischen Bias. Der US-Dollar also ergo ein Stück weit schwächer, aber das wird hier aktuell wohl von der übergeordneten Schwäche des britischen Pfunds ganz klar ausgekegelt. Also bleibt aber letztlich spannend. Britische Pfund im Auge behalten, Big Picture 1,35, das bleibt für mich das Key Level und alles bis dahin erscheint mir, wenn es denn Erholung gibt, für Short interessant. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag bei allem, was Sie angehen. Und bis dahin, wenn Sie mögen, morgen wieder, 9:30 Uhr, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.